Schnellzugriffsleiste anpassen. Die Schnellzugriffsleiste in Word finden Sie oberhalb der Multifunktionsleiste gleich neben der Office-Schaltfläche. Standardmäßig sind darin die Befehle Speichern rückgängig und wiederholen. Sie lässt sich aber nach Ihren Wünschen modifizieren. Klicken Sie dazu auf den kleinen Pfeil neben der Leiste und wählen Sie Weitere Befehle. Hier finden Sie im linken Fenster zahlreiche Befehle, die Sie durch einen Klick auf Hinzufügen der Schnellzugriffsleiste hinzufügen. Wie Sie sehen, erscheint das neue Symbol in der Leiste. Die Schnellzugriffsleiste lässt sich auch anpassen, wenn Sie Datei Optionen wählen und im Optionenfenster den Abschnitt Symbolleiste für den Schnellzugriff öffnen. Sie können nun weitere Befehle hinzufügen oder welche entfernen, indem Sie rechts einen Befehl markieren und danach auf Entfernen klicken. Die Schnellzugriffsleiste kann auch verschoben werden, allerdings nicht beliebig, sondern nur unterhalb des Menübands. Dazu klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Leiste und wählen unter dem Menüband Anzeigen. Die Schnellzugriffsleiste ist im Übrigen unabhängig vom geöffneten Menü, das heißt, sie wird immer angezeigt.